Ja, willkommen im Endeffekt zum zweiten Teil der kleinen Miniserie über Progression Games oder Idle Games. Also Spiele, die auch weiterlaufen, während ihr offline seid und zumindest irgendwie einen Fortschritt haben und letztendlich auch darin bestehen, immer wieder resettet zu werden und eigentlich immer wieder von vorne anzufangen. Das zweite Spiel in dieser Reihe ist jetzt Clicker Heroes. Das ist aus meiner Sicht sozusagen das mit am stärksten begründet hat, zumindest das, was mir am längsten auch bekannt ist, neben eben Adventure Capitalist. Ja, dann starten wir mit dem Spiel. So. So, hier seht ihr am Anfang die Patch Note, das ist im Moment noch die 021. Und ja, ich fange das Spiel sozusagen von hinten an. Also ihr seht das Spiel jetzt gerade in einem Zustand oder beziehungsweise in einer Position, wo es sich nahezu dem Ende nähert, bevor ich also eines neuesten Weltreset benötige. Bevor ich anfange, zeige ich euch ganz kurz diese letzte Errungenschaft. Also wer bei mir mit dabei sein möchte in der, ja, das nennt sich Clans. Kann gern Freedom and Love sozusagen sich dort mit eintragen. Und ich schaue etwa einmal am Tag rein, ob sich dort jemand eingetragen hat. Falls ihr es eiliger habt, schickt mir es am besten einfach an meine E-Mail-Adresse, die, wenn ich zu Hause bin, werde ich euch dann ganz schnell freischalten können. So, es geht, ich möchte einfach euch hier an der Stelle zeigen den heutigen Raubzug, weil es ist jetzt soweit vorbereitet, dass ich mit dem nächsten Angriff, den ich jetzt noch sozusagen etwas über 5 Stunden Zeit habe, stattfinden zu lassen. Maximal 3 Angriffe sind pro Tag möglich, zumindest wenn man keine Zahlwährung ausgibt, also diese Rubis. Das ist sozusagen die Währung, die man gegen Geld erwerben kann, die man aber auch im Spiel ganz gut bekommt. Im Gegensatz eben zu Adventure Capitalist kann man die hier auch im Spiel recht häufig bekommen. Ich hoffe, dass mich die Ruby nicht im Stich lässt und wir, bis ich resette, eine Ruby bekommen. Warum, erkläre ich euch dann nachher noch genauer. Also hier ganz kurz der Shop. Den Multiplier habe ich schon mal gekauft. Inzwischen habe ich 108 wieder angesammelt. Früher habe ich die immer ausgegeben für weitere Vergoldung von Helden, was aktuell aber auch noch wenig bringt und ich im Moment immer noch überlege, ob ich zumindest weitere Relikte kaufe, nicht weil ich die Relikte wirklich benötigen würde, sondern eher, weil es noch ein Achievement gibt, eins, das ziemlichen Grind erfordert. Ja, aber alles Stück für Stück. Wie gesagt, fange ich mit den Clans an. Optionen gibt es im Endeffekt als Gildenanführer, höchstens dann, dass man jemand anders bespielen kann. Pinnwand, ich habe an mich selbst noch nichts geschrieben, soweit ist es dann nicht notwendig. Ich bin aktuell, ihr seht, ich bin aktuell auf Zone 433. 432 ist die höchste Zone, die ich aktuell schon erledigt habe. Eben verwalten, aktuell gibt es keine Beitrittsanfragen. Der gestrige Raubzug, den habe ich nicht geschafft, weil es im Endeffekt ein Monster höher, also es war Immortal Level 24. Und das springt dann immer im Endeffekt hin und her. Also den 24er schaffe ich aktuell mit meinem Schlagkraft noch nicht. Und dann falle ich wieder auf den 23. Den 23 schaffe ich dann wieder. Am nächsten Tag bin ich wieder auf der 24 und so weiter. Aber deswegen jetzt dann die Anzeige wie und einfach mal in den Kampf einsteigen und drauf los. Wie ihr seht, klicke ich da ziemlich schnell, beziehungsweise genauer genommen klicke ich nicht, sondern ich habe hier ein Logitech Gaming Pad, in dem ich im Endeffekt eintragen kann, dass sozusagen automatisch für mich geklickt wird, weil ich finde es selber nicht so sinnvoll, mir hier irgendwie den Finger abfallen zu lassen, bloß um sozusagen so einen Dauerklick zu generieren. Ja, soweit der Klick. Der Immortal 23 bringt 69.911 Seelen. Also dieses Spiel hat inzwischen eine ganze Reihe an Währungen. Eine ist eben, wie gesagt, das ist die Bezahlwährung, das sind die Rubis, die mit so einer kleinen Rübe auch bekommen werden können. Dann gibt es das klassische, eben das Geld, was man durch das Killen von Monstern bekommt.
dann für bestimmte Helden, also beziehungsweise jedes zehnte Level oder auch jedes, also jedes fünfte Level hat im Endeffekt ein Spezialmonster, das eventuell solche Heldenseelen bereit gibt oder zur Verfügung stellt, also droppt, wenn man es denn besiegt hat. Und das sind jetzt die Heldenseelen, die sich direkt auswirken. Also im Gegensatz zu den anderen Heldenseelen, die man hier im Spiel freischaltet, sind diese Heldenseelen sozusagen, werden sofort gut geschrieben und können genutzt werden. Also für heute kann ich hier jetzt nichts weitermachen. Man kann nur das, also entweder man muss das Immortal sozusagen mit dem ersten Angriff töten, dann kommt man, ich denke am nächsten Tag dann auf das, auf den nächsten. Also man hat einen Überkill, dann springt es direkt weiter. Und der Schaden der Urbosse, den man hier anrichten kann, hat nichts mit dem Damage, den ich hier oben habe, sondern der hat damit zu tun, wie viele Seelen ich eingesammelt habe. Aber wie ihr seht, hat das nicht direkt etwas mit den zu tun, die ich hier habe. Das liegt daran, dass eben einfach diese Clan-Funktion später gekommen ist und ich das Spiel schon längere Zeit da vorher gespielt habe, weil sowohl die Seelen, die ich aktuell verfügbar habe, mit über 3 Millionen im Vergleich zu 2 Millionen Punkten, und ich habe sogar noch mehr Seelen, die ich bereits ausgegeben habe. Ah, da haben wir schon mal die Ruby. Die Ruby werde ich jetzt aufheben, bis ich den Reset gemacht habe. Einfach, weil sozusagen ich das Geld nachher brauche. Aber das, wie gesagt, zeige ich euch gleich noch. So, dann die andere Erneuerung, die auch eine weitere Währung mit ins Spiel gebracht hat, die allerdings noch nicht für irgendetwas verwendbar ist, sind die Forge Cores. Das hier sind... Relikte, Items, die sozusagen einmal pro Durchlauf gibt es ein spezielles Monster, das ich bisher leider immer in der Hinsicht übersehen habe, dass das an irgendeiner Stelle aufgetaucht ist und meine Heroes so schnell waren, dass sie das gleich platt gemacht haben und ich dann nur die Meldung bekommen habe, ah, okay, es ist ein neues Spezial-Item da. Und ich habe jetzt eine ziemlich kunterbunte Auswahl, weil das einzige Kriterium, auf das ich aktuell achte und was mir wichtig ist, hier sozusagen frei zu bekommen, ist die Chance auf Urbosse. Das heißt, die Möglichkeit, dass in jedem fünften Level ein Monster ist, das weitere Heldenseelen fallen lässt, ist sozusagen damit angestiegen. Also hier 2%, hier sind es auch 2%, hier nochmal 2% und hier sind es sogar 4% und sogar noch die Chance auf doppelte Rubine sind um 2% gestiegen. Das hört sich relativ wenig an, aber insgesamt sind es 10%. Und wenn man sich anschaut, welche Boni sozusagen möglich sind, also das hier ist etwas, was von Anfang an da war, wofür auch die Heldenseelen benötigt wurden oder auch werden. Also neben dem Schaden, den die Heldenseelen ermöglichen, gibt es sozusagen diese... was sind das jetzt? Antiken? Okay, in Deutsch heißt es jetzt Antiken, also irgendwelche letztlich Götterstatue oder Abbilder von Göttern, denen man dann huldigt und Seelen geopfert hat. Ich kann euch nicht mehr zeigen, wie teuer die jeweils hier waren, weil die alle auf dem Maximum sozusagen angerechnet sind. Hier seht ihr das 75% Skill-Cooldown, das heißt hier, die hat jetzt noch 2,5 Minuten, hatte als ursprünglich das Vierfache, das heißt es waren 10 Minuten, die hier hatten 30 Minuten, dann Cooldown, sind jetzt nur noch bei 7,5, 15 Minuten heißt eine Stunde und das hier war der längste, das Dark Ritual, das letztlich 8 Stunden benötigt und normalerweise die Damage der Heroes um 5% erhöht. Mit, also die gehe ich gleich nochmal durch, welche Funktionen die haben. Hier dann Chance auf 10-faches Gold, dann dass die, also das hier gibt es mehrere verschiedene, die jeweils einen von den Skills statt 30 Sekunden eben hier um 60 Sekunden verlängert haben, 90 Sekunden. Der hier geht sogar 134 Sekunden. Wer das gerade mit angeschaut hat in den Relikten, hier steht zum Beispiel 16 Sekunden für Energieschub. Das ist der Power Surge. Der hatte sozusagen da direkt nochmal verlängert. Glückstreffer zum Beispiel. Lucky Strikes, genau. Das ist der hier. Statt 90 Sekunden ist er 95 Sekunden. Das sind die 5 Sekunden von hier. Also auch da gibt es noch Boni, die dort hinzukommen. So, gehen wir es nochmal ein bisschen durch. Also Schatztruhen kommen sozusagen 1000% mehr, das heißt etwa das Zehnfache, also 10-mal so viele Schatztruhen wie ursprünglich. Dann hier die Sekunden.
Ja, was auch das Spiel dann später deutlich beschleunigt, ist eben, dass ich hier nur noch 5 Monster brauche, um einen so eine Stufe abzuschließen. Weil ich eben, normalerweise sind es 10, dann hier wieder, dann die Endbosse haben nur noch halb so viel Leben. Hier eben, das ist deswegen, das eine Item hat ja 4% hierfür draufgesetzt. Hier sind nur 15%, die man maximal freischalten kann, dass man statt einem Rubi, also einem Rubin, hier 2 Rubine bekommt. So, dann hier wieder 60 Sekunden. Hier ist es im Endeffekt, es sieht zwar nach einer Riesenzahl aus, aber ihr seht ja hier, welchen Exponent aktuell das Gold hat, um noch irgendwie vorwärts zu kommen. Das heißt, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es hilft am Anfang deutlich, zumindest auch langsam anzufangen, wenn es eben keinen Ruby gibt. So, hier Kosten halbiert, wieder die 60, hier eben 25% Chance auf Urbosse und hier habt ihr gesehen, dass ich 10%, also aktuell jetzt bei 35%, das heißt die Chance ist etwa 1:3, dass sozusagen ein Urboss auftaucht, wo ich weitere Seelen erwerben kann, also bekomme, wenn der getroppt ist und ich dann das Spiel resettet habe. Was ihr hier auch sehen könnt, hier gibt es noch eine Differenz von den aktuellen Bonus, weil ich habe ja eigentlich nur 3,1 Millionen, aber ich habe 3,4 Millionen Bonusschaden, beziehungsweise dann sogar noch das Zehnfache, also 34 Millionen Bonusschaden. Also 34%, das sind dann, hier muss man wieder die runternehmen und dann hat man etwa das 347.000-fache Schaden als ursprünglich. Wie gesagt, das sind alles Zahlen, mit denen kann man sich nicht wirklich was Sinnvolles vorstellen. Hier ist noch das goldene Tippen, also wenn ich selber klicke, kriege ich mehr Gold. Schatztruhen haben mehr Leben, wenn das hier aktiv ist, weil sie dann länger durchhalten und man mehr Gold bekommen kann. Das ist auch wichtig. Und so den genau Tippschaden. Dann gibt es noch das, was hier aktuell aktiv ist, der Leerlauf. Das bedeutet, dass sozusagen von sich aus der Schaden nochmal um 165 vervielfacht wird. Dann, dass ich sozusagen das Fünffache an Urseelen bekomme, wenn so ein Boss drauf geht. Und hier seht ihr den Unterschied von den 3,1 Millionen zu den 3,4 Millionen. Weil das ist nämlich hier statt 10% sind alle Seelen, die ich hier reinsetze, sozusagen 11%. Stehen aber dann auch nicht mehr für andere Totems hier zur Verfügung. Das hier ist noch sehr wichtig. Hier habe ich aktuell 2,5% Schaden, wenn ich im Endeffekt mehrfach hintereinander klicke. Das habt ihr vorhin schon hochlaufen sehen, als ich den Clan-Boss sozusagen gekillt habe. Das ist ja auch hochgelaufen. Und das zeige ich euch gleich noch, warum das ziemlich wichtig ist, um überhaupt jetzt an der aktuellen Grenze überhaupt weiterzukommen. Dann hier eben auch generell 30-faches Gold, hier bei Idle 90-faches Gold. Dann der Timer, normalerweise sind die Bosskämpfe 30 Sekunden, sind um 400 Sekunden verlängert. Dann diese Vergoldung, das ist sozusagen das Aufrüsten zu den Heroes, die zeige ich euch gleich. Dann 250-faches Gold aus Schatztruhen. Dass ich in der 520. Level starte, also von 2400 starte ich dann auf 520 statt ganz bei 1. Und der kritische Schaden ist hier nochmal letztlich um fast 100 erhöht. Und auch das ist immens wichtig, um an der Stelle überhaupt noch vorwärts zu kommen. Ein paar kurze Statistiken. Hier seht ihr insgesamt, klar, die höchste Zone ist klar. Das heißt, die Chance, letztlich einen kritischen Schaden zu bekommen, ist 1:10. Und der Schaden ist insgesamt, also das eine habt ihr ja gerade schon gesehen, mit den 9.990%, ist hier bei 1.800. Das heißt, der normale Schaden, der ja aktuell, also hier steht er ja auch, aktuell bei hoch 59, 5.000, also etwa bei 5.000 liegt, würde hier nochmal um fast 2.000 erhöht werden. Also der Tippschaden natürlich, nicht der Schaden pro Sekunde, sondern der Tippschaden. Und ihr seht aktuell zwischen sowohl Tippschaden als auch SPS, da liegen im Endeffekt 8 Zehnerpotenzen dazwischen. Das heißt, bis meine Helden den hier ohne weitere Hilfe klein bekommen haben, da vergehen Ewigkeiten.
So, aktuell habe ich 11 dunkle Rituale durchgeführt, die ich normalerweise immer so ausführe, dass ich sie verdopple. Das zeige ich euch gleich, weil das machen wir gleich durch. Genau, also in der Stufe arbeite ich jetzt seit 4 Tagen dran, oder zumindest schaue ich ab und zu vorbei, lasse sie ein Stück weiterlaufen. Hier ist auch nochmal der SBS, ist sozusagen um 2600% schon erweitert von den Erfolgen, die ich freigeschaltet habe. Die Erfolge sind das hier, bin ich aktuell bei 93%. Was mir jetzt im Endeffekt noch offen ist, ist eben einmal die Zonen, klar, 2600 bis 3600 noch. Und dieses Neue mit den Relikten. Deswegen dieses Riesengrinding. Aktuell habe ich 53, das heißt, ich habe vor kurzem den vorletzten Relikte-Achievement freigeschaltet. Und jetzt fehlt letztlich hier 1000 Relikte. Das heißt, man müsste mindestens 1000 Mal neu starten, wenn man keine Rubis ausgibt, um sich eben immer diese Dreierpakete zu kaufen. Ja, ansonsten alles andere, wie ihr seht, ist hier bereits Goldhortung, ist abgeschlossen. Okay, die ersten Zonen, dann die Bosse für bestimmte Kopfgelder, die in bestimmten Leveln waren. Und dann geht es halt mit den Leveln jetzt weiter. Das andere hier sind DPS-Werte bis hoch 55. Ihr seht, dass der Schaden aktuell bei 161 liegt, also schon weit, weit, weit darüber hinaus. Dann die Klicks, 10 Klicks pro Sekunde, kritische Klicks. Das andere waren Anzahl Klicks pro Sekunde. In der Statistik zeigt er aktuell maximal 80 an, die irgendwie ausgelöst wurden. Wie gesagt, ich benutze meine Logitech-Programmierung, um einfach Dauerklicks dort auszuüben, um sowohl meine Hardware als auch meine Finger zu schonen. So, dann hier sozusagen einfach eine Anzahl von Bossen zu töten. Das hat mit 10 angefangen und hier hat es mit 100.000, hoch 5 ist 100.000 Bossen. Dann hier 250.000 Mal zu klicken, dann ist es hier Gold einzusammeln, hoch 74, wie gesagt, ich habe hoch 173 habe ich aktuell an Gold. Also das sind schon alles Achievements, die schon lange, lange, lange erfüllt sind. Genau, dann jetzt hier Helden aufleveln, 50.000 Mal Helden aufgelevelt, dann Monster sind 1,5 Millionen schon lange, lange gestorben. Mal gucken, ob hier eigentlich noch die genau Monster getötet. Mal gucken, wir haben jetzt hier 17 Millionen Monster und 134.000 Bosse. Ja, dann eben die Relikte, wie gesagt, das ist das, was noch offen ist. Und dann die Helden-Upgrades. Das sind sozusagen nicht die Helden-Level selber, sondern die Erweiterungen, die einzelne Helden ermöglichen. Und dann die Anzahl von Schatztruhen, die ich gefunden habe. Stehen die Schatztruhen? Ja, also Schatztruhen waren das jetzt 10 oder 100.000? Es waren 10.000, also auch schon zehnfache Menge, was zum Achievement notwendig war. So, hier habt ihr die Heldenliste. Der erste Held ist sozusagen der Klickheld. Hier sind diese einzelnen, wie haben sie das gerade genannt, Erweiterungen, Upgrades. Das sind die Upgrades hier unten, deswegen da kann man sozusagen bloß so 5, 6, 7 in dem Fall sozusagen kaufen für ein Level und ansonsten aufleveln kann man sie ziemlich beliebig. Was allerdings recht unpraktisch ist, was ich erst vor kurzem so angeschaut habe, wenn man also ab einem bestimmten Level, so ab 200, hat man so vierfachen Schaden oder noch andere Faktoren, die dann beim Heldenleveln sozusagen den Schaden multiplizieren. Aber das geht nur bis 4100. Ab 4100 steigt der Held nur noch langsam an und er kann sozusagen zu den Höchstschadenswerten, also die hier mit 161 aktuell nötig sind, kann der Held überhaupt nicht mehr aufschließen. Das heißt, es lohnt sich auch nicht, letztlich diese anderen Helden, weil ihr seht hier den Unterschied, das sind sozusagen normale Helden, das sind vergoldete Helden, das ist genau das, was ihr hier unten blinken seht. Nämlich alle 10 Level bekommt ihr einen goldenen Helden. Wie gesagt, im Shop war es auch möglich. Hier konntet ihr auch 3 vergoldete Helden kaufen. Und hier wird es alle 10 Level freigeschaltet. Ich hole jetzt mal erstmal die beiden Helden hier raus. Das ist jetzt von 2420, die ich heute geschafft habe, um sozusagen zu gucken, okay, welcher Held ist drin? Der Samaraken da. Okay, und dann haben wir noch den von 2430, auch nochmal ein Held, oder nochmal der gleiche. Und die kann man dann, hier ist sozusagen die Liste der Helden. Inzwischen habe ich alle freigeschaltet, weil ich habe alle schon mal verwendet.
Wie ihr seht, ist Astrela aktuell auf 500, also auf Level 501, kann aktuell nichts mehr kaufen, also ist deutlich teurer, brauche ich 174 Exponenten. Also es fehlt sozusagen das Zehnfache noch an Geld. Aber was ich euch kurz zeigen wollte, ich habe sozusagen hier von Atlas, das ist der, mit dem ich normalerweise nach einem Neustart anfange, dass der Level 1 bekommt. Also dass ich den um ein Level 1 aufleveln kann, damit ich dann starten kann, das zeige ich euch gleich. Dann habe ich diese drei letztlich soweit vorbereitet, dass sie noch mit zehnfach verstärkt werden sollen. Hier habt ihr jetzt, seht ihr jetzt die zwei, also den Wert von 2, der dort, den wir gerade aufgemacht haben, die Boxen, der ausgepackt wurde. Und die, letztlich sind die anderen sozusagen, auf die verteilt sich das gesamte, die gesamten Multiplikatoren, die ich bisher habe. Hier seht ihr auch, also wie hoch der Multiplikator insgesamt ist, 20.510%. Das setzt sich daraus zusammen, einmal natürlich gab es diesen eben den 2000er, was ich hier kurz gezeigt habe. Hier 2000% zum vergoldeten Schadensbonus. So, zurück zu den vergoldeten. Also damit erklärt sich die 20.000. Dann einen so ein, der Standardschaden sind im Endeffekt 50%, hier oben steht es, 50%. Das heißt, damit erklärt sich die 500. Und dann sind im Endeffekt noch 10%, das heißt 1% pro Multiplikator, der kommt durch die Relikte. Also in einem Relikt habe ich sozusagen stehen plus 1% dazu. Und jetzt geht es darum, man kann jetzt entweder mit Hold Shift, das steht da unten in dem Infotext, die ich euch nicht zeigen kann, weil dann verschwindet er natürlich. Da könnte man dann jetzt auf diesen Helden was draufziehen. Ich mache es normalerweise so, dass ich Control halte und dann eigentlich nur den sozusagen wegnehme. Das zeige ich euch jetzt mal so 1, 2. Das heißt, einer ist jetzt zu Tarzan gegangen und glaubt, der andere ist zur roten Cora gegangen. Und es ist auf jeden Fall deutlich billiger, weil wenn ich versuchen würde, das hier hinzuziehen, um einen von den bevorzugten, sozusagen von den letzten 5 Helden, wo diese ganzen Sachen liegen sollen, wäre das halt einfach zu umständlich, beziehungsweise vor allen Dingen zu teuer, weil jeder Klick kostet 80. Da kann ich 80 Mal klicken, bis der irgendwo landet, wo er hin soll und schwupps, ich habe jetzt nicht genau gesehen, wo er hin ist, aber auf jeden Fall ist er auf einen von den dreien gelandet. Und damit habe ich auf jeden Fall wieder 79 gespart, um den Versuch dort drüber zu ziehen. Soweit sozusagen zu den ganzen Funktionen, die hier im Spiel sind. Hier nochmal ganz kurz die Skills, die aktivierbar sind. Die Skills werden durch einzelne Items freigeschaltet. Hier ist zum Beispiel der Tippersturm, Clickstorm, also hier ist es übersetzt, hier ist es nicht übersetzt. Dann das Power Surge, die ist hier freigeschaltet worden und so geht das sozusagen durch das Ganze durch. Also Clickstorm, das heißt, hier wird 10-mal automatisch pro Sekunde geklickt. Der hier hat im Endeffekt 100% mehr Schaden pro Sekunde. Der hier hat 50% mehr Chance auf kritisches Tippen. Also ich gehe jetzt allerdings davon aus, dass es nicht um 50% steigt, sondern dass es statt 9 dann im Endeffekt 9 plus 4,5% sind, also 13,5%. Dann 100% nochmal das Gold zu verdoppeln, also beziehungsweise 100% mehr, genau, das zu verdoppeln. Dann hier ist es letztlich 100% Monster und 0,1% bei Bossen. Das heißt, wenn das Monster dann angeklickt wird, ist mit jedem Klick bekomme ich so viel Gold, als wenn das Monster gerade gestorben wäre, was aber an der Stelle im Moment auch kaum noch ins Gewicht fällt. So, das Dark Ritual, das ist das, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Zum einen eben hier, ich werde den Skill, also den Effekt verdoppeln, indem ich das zuerst aktiviere, dann sage Dark Ritual, dann seht ihr gleich, dass hier die um 10% letztlich steigen. Zack. So, 2,15 haben wir jetzt, sind etwa um 200 gestiegen. Und jetzt danach gleich den Reload, weil der reduziert nämlich den zuletzt genutzten Skill um eine Stunde. Das passt ganz gut, weil der hat zwar nur noch 2 Stunden statt eben 8 Stunden und so ist er dann auf 60 Minuten. Das heißt, ihr könnt jeweils nach 60 Minuten, wenn ihr hier diese ganzen Totems entsprechend ausgebaut habt, könnt ihr ja, den dann aktivieren. Jeweils nach einer Stunde. Und dann noch die, genau hier war ich da, und jetzt die Superklicks, das heißt nochmal 200% Tippschaden, das heißt auch der hier wird nochmal sozusagen mit 2 erhöht. Und jetzt gucken wir mal, ob
Also ihr seht hier unten, der normale Schaden, da wirkt sich überhaupt nichts aus. 159 zu 168, da passiert gar nichts. So, jetzt fange ich mal mit meinem Klicken an und dann seht ihr, dass da oben links der Combo-Multiplikator hochgeht. Aktuell bewegt sich hier nämlich noch gar nichts. Mal gucken, ob wir überhaupt, also ich glaube auch, dass wir in der Form letztlich keinen großen Multiplikator erreichen. Es geht bloß erstmal darum, euch zu zeigen, wie sich diese 2,5% letztlich auswirken. Die gehen nämlich immer von dem Basisschaden, also der Basisschaden, der hier vorhin mit knapp über 2 stand, ist der jetzt sozusagen schon ja, 1000 mal 2,5% dazu. Und entsprechend haben wir jetzt schon die dreifache Klickschaden sozusagen erreicht. Und ihr seht, langsam beginnt sich dort etwas zu bewegen. Also hinter der dritten Kommastelle beginnt es. Und das ist nicht der normale Schaden. Ich gehe davon aus, das sind jeweils die Critical-Schaden, der ja nochmal 2000 mehr ist. Das heißt nochmal das Zweifache und 3 Zehnerpotenzen mehr. Das heißt, wir hätten beim kritischen Schaden etwa von 162 jetzt aktuell hätten wir 2 mal 162 plus 3 Nullen dran. Das müsste also ja, 165 sein und da wir hier 168 die 3 ist, kommen wir eigentlich ganz gut hin. Genau. Das heißt, ihr seht, an der dritten Nachkommastelle sind sozusagen, wenn die kritischen Klicks kommen, verschwindet dort ein bisschen was. Und das entspricht eigentlich genau dem, was ich gerade gesagt habe. Also 165 ist sozusagen die Schadenshöhe, die wir aktuell erreichen und 168 sind die Lebenspunkte des Monsters. Um das jetzt mal noch ein bisschen spannender zu gestalten, aktiviere ich jetzt mal in einem Rush noch die ganzen Skills. Und dann seht ihr gleich, wie oben der 162 Schaden auf 163 gestiegen ist und schon jubelt sozusagen sowohl das Gold als auch die Monster sind zumindest überhaupt noch in der Lage, oder ich bin in der Lage, überhaupt noch die Monster zu killen. Aber wie ihr seht, dauert das schon ziemlich lange und auch wenn wir noch 90 Sekunden haben, beziehungsweise inzwischen nur noch knapp 40 Sekunden, 35 Sekunden, nee, Quatsch, wir haben bei 2,30 angefangen, also jetzt noch eine Minute, 60 Sekunden haben wir noch, wo diese wirken. Ah ja, muss ich noch kurz die, das Levelspringen einschalten. Na, komm, das muss natürlich erstmal da drauf kommen, genau. Damit ich überhaupt ins nächste Level komme, weil der Autosprung war jetzt nicht aktiviert. So, mal sehen, wenn wir in den 30 Sekunden noch die hier durchschaffen sollten, dann seht ihr hoffentlich noch ein Bossmonster und vielleicht ist es ja sogar ein Urboss. Dann seht ihr noch, dass da aktuell so etwas über 2000, 2100 eventuell schon an Seelen droppen. Okay, noch ein Monster. Es geht ja zum Glück noch immer ein bisschen schneller, weil der Multiplikator noch weiter steigt. Auch wenn eben die Prozent... Ja, ihr seht, hier unten ist es ein Urboss. Er hat 2200 Hero Souls in, also mit dabei. Wenn wir den jetzt noch klein bekommen... Okay, das sieht knapp aus. Mal gucken. Also der Schaden läuft ja noch ein bisschen weiter. Da habe ich ja noch ein paar Sekunden mehr Schaden drauf. Aber das sieht... nicht so gut aus. Das heißt, mit dem werden wir wohl jetzt nicht mehr fertig werden, weil ich möchte euch jetzt nicht antun, hier noch irgendwie eine Viertelstunde zu sitzen, bis der dann sozusagen runtergeschoben ist. Weil soweit bin ich jetzt erstmal durch. Ich zeige euch jetzt noch ein paar andere Sachen, beziehungsweise lasst mal die Musik dudeln, damit ihr mal hört, wie sich das sozusagen regulär anhört. Also einmal die Hintergrundmusik. Okay, höre ich die Musik auch. Okay, genug Musik. Und jetzt letztlich die Klicks. Klick. Gehört dann, wenn sozusagen der Dauerklicker aktiv ist. Nicht sehr spannend, deswegen lasse ich das normalerweise lieber aus. Da die ja sowieso im Hintergrund normalerweise idlen, ist das dann egal. So, jetzt aktiviere ich nochmal die ersten beiden und guck mal, aber nee, also das wird nichts mehr mit dem Boss, also bei 2434 ist jetzt aktuell erst einmal Schluss für heute. Also, bevor ich euch jetzt zeige, wie der Reset funktioniert. Komm, beruhig
richtig. Okay, das sind jetzt die Klicks, die der hier macht, die 10 Klicks pro Sekunde. Ihr seht ja, wie das hier langsam aufsteigt. Und jetzt zurück, der Amenhotep, so. Der ist derjenige, der das Ende der Welt sozusagen als Skill bereithält. Und wenn ich das hier aktiviere, dann bekomme ich die Seelen, sozusagen, die ich in diesem Durchlauf freigespielt habe, auch zur Verfügung. Das heißt, die kommen dann hier drauf, wirken sich dann auch als Schadenbonus auf. Aber wie gesagt, alle diese Schadensboni machen relativ wenig aus. Und jetzt zeige ich euch, wie der Reset stattfindet. Zack. Und so sieht es am Anfang aus. Also nicht ganz so, weil der Unterschied ist eben, ihr habt ja gesehen, dass der eine, mal gucken, wo war er, mit den ganz, 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 ganz viel Geld, also 1 mal 10 hoch 8, das ist der Startbonus, den ich sozusagen bekomme, weswegen ich nicht nur hier den armen Klicker kaufen kann, sondern bereits bis hierhin. Aber wie ihr seht, mein Goldener ist noch weit, weit weg. Also ich bin jetzt gerade mal bei Elsa. Also ich könnte jetzt gerade mal Elsa kaufen. Wo bist du? Elsa, da oben. Barbarella ist schon sichtbar, aber noch nicht kaufbar. Und eigentlich will ich ja hierhin. Und ich starte ja bei Zone 650. Das heißt, ich kille jetzt mal den da, dann seht ihr, wo ich hinkomme, weil ich habe ja auch schon Basisschaden, obwohl ich noch gar keinen Klicker irgendetwas gekauft habe. Und hier kann ich mich jetzt totklicken. Ich habe einen Schaden hoch Exponent DX und 52, also da würde wahrscheinlich die Ewigkeit nicht reichen, um diesen Boss in irgendeiner Form zu killen. Und auch wenn ich hier jetzt... So, hier kann ich noch nicht mal 100 kaufen, ich kaufe jetzt mal nur 1. Sie hat Schaden hoch 13, Exponenz 13. Auch mit 13 komme ich hier nicht wirklich sinnvoll weiter. Also, einmal auf die Rübe geklickt. Es war kein Ruby drin, aber es war Geld drin. Wie ihr seht, sind die Exponenten von hoch 8 auf, 104, auf 54 gestiegen. Und ich kann mir zwar noch nicht diesen dort ganz kaufen. Wie ihr seht, da fehlt ein ganz kleines bisschen. Aber ich kann zumindest schon mal den furchtlosen Ritter kaufen und davon sozusagen das voll kaufen. Dann hier letztlich geht es darum, die ganzen Skills, die ja erhebliche SPS-Zusätze haben, die allerdings relativ irrelevant sind. Wichtig sind hier, erhöht SPS aller Helden um 10%, also diese Spezialhelden erhöht SPS aller Helden um 25%. Es geht letztlich um diese Skills, alle freizuschalten, und dazu reicht es, überall alle Helden maximal auf Level 200 zu bringen, also zweimal draufgeklickt überall, und dann ist für alle Helden, sozusagen kann ich die Skills mit einem Rutsch durchkaufen. So, damit sind wir gleich oben, das ist unser Klicker. So, und jetzt einmal alle Helden, alle Schaden gekauft, zack, und schon seht ihr, kommt da Bewegung in die Sache. Und sobald ich dort den ersten getötet habe, kann ich hier auch nochmal 1% hoch 50 hoch 56. Also gleich wieder 6 10er Potenzen höher. Und jetzt kann es einmal im Endeffekt laufen lassen. Weil weiter ist dort jetzt nichts zu tun. An der Stelle, mal gucken, okay, 25 geht schon. Da läuft es gleich automatisch weiter. Da haben wir schon die ersten 126. Und jetzt kann ich an der Stelle auch bereits, obwohl natürlich die Zeit ursprünglich noch nicht angeschaltet ist, nach jedem Weltenrücksprung oder Reset der Welt findet auch ein Resetten der ganzen Skills statt. Also auch wenn das hier noch 2 Stunden oder 1 Stunde gedauert hätte, kann ich es jetzt wieder einsetzen. Einmal wieder verdoppeln, dann 10% setzen und dann halbieren. Und ja, das war es soweit. Somit bin ich einmal rundrum durch, also sozusagen vom Ende zum Anfang, einmal rückwärts gelaufen. Und jetzt dauert es natürlich wieder einige Zeit, bis der sich hier durcheidelt. Dazu muss ich nicht online sein. Das kann ich ihm letztlich offline machen lassen. Vielleicht noch ein bisschen beschleunigen. Ihr habt jetzt gerade gesehen, beziehungsweise nicht gesehen, es ist bloß ganz kurz noch aufgeleuchtet, dass hier... gleich in der nächsten Runde, da auch wieder, also der ist so schnell vorbei, dass man ihn nicht sieht, man sieht bloß noch die Nachricht, okay, es sind wieder ein paar Heldenseelen.
Wie ihr gesehen habt, es waren jetzt 234 irgendwo in der Dreh. Es lohnt sich sehr wohl auch eben die Level nach und nach hochzuspielen, weil einfach die Multiplikatoren interessant sind. Ich habe ja fast das Zehnfache schon bekommen für einen so einen Helden. Aber das Besondere ist dann wiederum, es lohnt sich auch zeitlich nicht. Wenn ihr seht, ich schaffe hier 10 Helden, dann natürlich auch wieder in einer höheren Geschwindigkeit, als wenn ich mich da am Ende ewig abmühe. Das heißt, es ist immer sinnvoll, wenn der Fortschritt zu langsam wird, einfach lieber Reset gehen, von vorne anfangen, die Seelen letztlich einkaufen, überlegen, also diese oberen hier, also hier unten bis dort sind sozusagen auf Maximallevel, aber hier kann man eigentlich immer noch unendlich viele Heldenseelen ausgeben. Man muss dann an der Stelle nur beachten, sie gehen für den Bonusschaden weg. Das heißt, alle, die ich hier ausgebe, ausgenommen eben der mit den 300.000, also genau, 300.000 Level hat er aktuell, der hat natürlich dann ein bisschen mehr Bonusschaden, der bleibt erhalten. Alle anderen verringern meinen Bonusschaden für den Multiplikator. Ja, soweit für heute. Mein aktueller Status sozusagen, wie weit ich bei Clicker Heroes bin, einem der Idle-Spiele. Und ja, bis zum nächsten Mal und beziehungsweise bis zur nächsten Folge. Da geht es dann, mal gucken, welches von den Idle-Spielen ich dort auswähle. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.